So, und damit ein Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu Guild Wars 2, die Legende eines Chars. So, ja, wir haben uns um den hier gekümmert in der letzten Folge. Beziehungsweise wir haben hier in Ebonfalke Festung die Ebonfalke Festung verteidigt und dann haben wir uns noch um ein kleines Zeltlager da gekümmert. Wo der Typ drin war. So. Erstmal Material. Wobei, eigentlich erstmal das Schwert ausrüsten. Auf jeden Fall. Weil das Schwert scheint, ne, bisschen stärker zu sein. Und dann einmal die unnötigen Sachen verarbeiten. Ich weiß, es ist immer ein bisschen doof und ich hätte das auch in der Pause eigentlich zwischen den Folgen machen können. Aber ich habe nicht dran gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht ganz dran gedacht. So. Jetzt haben wir zwar nicht mehr dieses super schöne Schwert, aber hey. So. Dann haben wir hier noch ein paar Punkte zum Verteilen. So. Und zack. Warte mal, das ist... Ah ne, die Stärke haben wir hier drin. Gut. Okay, raus aus der Instanz. Boah, die Felder der Verwüstung. Schönes Bild, muss ich sagen. Und dann haben wir nämlich den nächsten Punkt direkt hier um die Ecke. Überbringer schlechter Nachrichten. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Artstyle von Guild Wars 2 einfach geil. Reden wir. Wer seid ihr, Leute? Kommandeur Samuelson hat keine Eskorte erwähnt. Und wie Vorhut seht ihr nicht aus. Wir sind Wachsame. Wir haben von einem geplanten Angriff auf Minister Duran erfahren. Wir sorgen dafür, dass ihr ihn rechtzeitig erreicht. Eine Eskorte? Ich bin Soldatin der Ebon-Vorhut. Ich brauche keine Aufpasser. Wir sind keine Aufpasser. Nur Vergnügungsreisende. Wir nehmen denselben Weg, betrachten dieselbe Landschaft, prügeln dieselben Idioten grün und blau wie ihr. Ihr seid doch ein guter Feldwebel. Wollt ihr uns wirklich sagen, wo wir nicht hingehen und wen wir nicht verprügeln dürfen? An so einem schönen Tag? Ich muss dem Minister diese Nachricht bringen. Ich habe keine Zeit für so etwas. Aber haltet Schritt. Warten tue ich nicht auf euch. Auf! Zur Gipfelspitze. Und zwar im Laufschritt. Die Wachsamen eskortieren mich also? Na schön. Erzählt es nur nicht dem Rest der Vorhut. Das würde mir ständig Wenn unter die Nase gerieben. Wenn ich eine Tochter hätte, wäre die wohl so wie Jane. Nur Vorsicht. Die Sache hier stinkt mächtig nach Hinterhalt. Und zack, einmal durchgehauen. Der steht einfach hier. Bleibt in Bewegung. Mal ganz ehrlich, der stand da einfach rum. Er stand stinknormal rum. Heftiger Beschuss. Ist das da vorne wieder ein Abtrünniger? Sie machen sich nicht mal mehr die Mühe, ihre Überfälle zu verschleiern? Das ist wirklich eine Beleidigung. Schnell mal wiederbeleben. Eine Überlebende. Haltet an, wir müssen ihr helfen. Nein, zu riskant. Wenn der Botschafter stirbt, kostet das viele weitere Leben. Ich fühle mich eigene Soldaten im Stich lassen. Wer zur Vorhut geht, kennt das Risiko. Die Pflicht geht vor. Na, komm mit. Zack, zack. Alter, dein fucking Ernst?
Zack, 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 zack. So geht zack. Das. Bam, 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 bam. So. Belebt sie mal wieder, während die beiden mal gegen den anderen Krobian da kämpfen. Ja. Ernsthaft. Meine Fresse. Dass die noch nicht mal mit den der mit so einem Krobian fertig werden. Das ist schon belastend. Bei Odem Balthasars. Oger, die Abtrünnigen scheuchen wirklich alles auf, nur um es zu uns zu schicken. So, mitkommen. Die Soldaten. Oh, schade. Der arme Packesel. Wobei, Packbulle. Entschuldigung. Das stinkt schon wieder nach Falle. Todesschuss. Zack, zack, zack. Und bam. Zack, 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 zack. Zack. Ja? Hier. Der nächste. So geht das. So. Zack. So. Gut. Kommst du? Sehe keine weiteren Gefallenen, denen wir helfen können. Ich glaube, da vorne ist sogar schon. Das Lager. War nicht? Offizier anwesend, ja. Stillgestanden. So, genau. Ja, wir mussten, sollen die ja begleiten bis hierher. Und ich, renn einfach mal voraus. Nee. Kann ich nicht, weil sie sonst nicht hinterherkommt. Gehört. Wir sind da. So, jetzt. Minister Duran, hört doch. Bitte, das müsst ihr unbedingt erfahren. Kommandeur Samuelson schickt mich aus Ebon, Falke. Ihr seid beide in schrecklicher Gefahr. Gefahr? Langsam, Feldwebel. Holt erst einmal tief Luft und dann sagt mir, was los ist. Ajax Ambossbrand und seine Abtrünnigen planen einen Hinterhalt für euch. Sie wollen Minister Duran töten und Botschafter Stahlschroter die Schuld zuschieben. Nun, das müssen wir verhindern, richtig? Duran, könnt ihr kämpfen? Nicht so gut wie ein Char, aber ich kann mich behaupten. Wir könnten die Gipfelspitze als Deckung nutzen. Die Höhe wäre von Vorteil für uns. Das Lager lässt sich gut verteidigen. Wenn die Abtrünnigen nicht wissen, dass wir vorbereitet sind, könnten wir ihren Angriff in ihre Niederlage verwandeln. Bei allem nötigen Respekt, Minister, die beste Verteidigung ist gewöhnlich ein starker Angriff. Ich schlage vor, wir finden die Basis des Verräters und vernichten Ajax, bevor er zuschlägt. Es waren die Wachsamen, die diesen Plan aufgedeckt haben. Meine Herrschaften, ich finde, die Wahl zwischen Hinterhalt und Angriff sollten wir ihnen überlassen. Wir nehmen natürlich den Angriff. Ja, wir sind ein Char. Wir sind die Wachsamen. Ne? Deswegen. Reden wir. Nein, mit dir wollte ich gar nicht reden. Mit ihm. Schlecht. So, die Hochlegionen haben Spione unter den Abtrünnigen. Wir werden Ajax klägliches Lager finden und ihr kleine Lumpenarmee zermalmen. Warte, erzählt mir mehr. Wir wissen, dass Ajax Lager in der in den Donnerbuchhügeln befindet. Wenn wir ihn da überraschen, können wir den Spuk am
ein Ende setzen, ohne die Friedensgespräche zu gefährden. Klingt vernünftig. Wir sollten Ajax in seinem Lager angreifen. Wir begeben uns zum Lager der Abtrünnigen und greifen mit allen Kräften an, die wir aufbieten können. Gute Entscheidung. Ja, ich weiß. War ja auch meine. So. Den Warte mal. Den erstmal in die Waffe. Ich habe genug Edelsteine, deswegen kann ich das jetzt gerade mal machen, ne? Genau. Zack, zack, zack. Oha. Hier ist eigentlich jetzt ein Event. Lassen wir hier mal. So, hier sollen nämlich die Friedensgespräche stattfinden. Hey, plump. So. Naja. Naja. Nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie, ne? Oh, jetzt hängt er da fest. So. Hier sind wir schon. Questors Belagerung. Da seid ihr ja. Ich dachte schon, ihr haltet irgendwo ein. Ein Nickerchen, ja, ich weiß. Hab ich auch. Um Himmels Willen. Rekrut, redet ihr mit dieser Frau? Sie ist ja sturer als eine Ziegenschamanin. Vorgall, das sind Abtrünnige. Sie sind eine widerspenstige Meute und sie sitzen in einer Höhle mit nur einem Ausgang fest. Wenn ihr ernsthaft denkt, dass das ein Kampf wird, solltet ihr vielleicht in den Ruhestand gehen, alter Mann. Vorsicht, Soldatin, euch gebe ich gleich, alter Mann. Das sind Char und sie wissen, dass wir kommen. Sie haben eine gut zu verteidigende Stellung gewählt und hatten Zeit, sie auszubauen. Wenn ihr da einfach reinmarschiert, seid ihr tot. Ein weiser Mann hat mal gesagt, es gibt eine Zeit für Strategie und eine Zeit, in der man die Tür eintritt. Ich an eurer Stelle würde auf ihn hören. Ihr scheint ja schnell zu lernen. Gut. Nun hört mal zu, Feldwebel. Wir werden als Einheit zusammenbleiben, damit man uns nicht einzeln ausschaltet. Wir rücken langsam und behutsam vor und halten nach unerwartetem Ausschau. Rekrut, ihr macht die Vorhut. Sagt mir, wenn ihr abmarschbereit seid. Abmarschbereit. Ich bin direkt hinter euch. Vor allem, ich soll die Vorhut machen, aber alle anderen rennen vor. Das ist so, ne? Feind in Sicht. Bums. Sie haben Kanonen. Los, greift an. Ja, ihr holt euch die Dings. Und ich kümmere mich um die Kanonen. Bam! Oh, das hat Bam! So. Jetzt haben wir die Kanonen auf jeden Fall schon mal platt. Zack. So. Habt ihr da hinten... Kümmert ihr euch um den? Nee, natürlich nicht. Ach, Leute. Wir brauchen alle verfügbaren Soldaten, die wir kriegen können. Okay. Attacke! Zack, zack. Zack. Befestigt eure Stellung. Lasst sie nicht durch. Ja, doof, wenn eure Stellung ein bisschen. Ein bisschen wenig euch bringen. Zack. Menschen,
Ich fühle mich verwundbar. Tod den Freitaren! Tod der Könige! Diese Soldaten leben meine Schwestern durch euer Leuchtelmörder. Denkt daran und erhaltet einen klaren Kopf. Zack, zack, zack. Das Adrenalin. Zack. Eure Schläge sind schwach. Genau wie euer Gang. Zack. Zack, 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 zack. Sie seien geprügelte Hunde. Adrenalin steigt niemals beugen. Zack. So. Ihr hattet recht, Kriegsmeister. Die Abtrünnigen waren auf uns vorbereitet. Nein, die dachten bloß, sie wären vorbereitet. Gegen die Wachsamen hatten sie keine Chance. Ich verstehe die Abtrünnigen nicht. Wie kann man sich nur gegen den Frieden in Tyria stemmen? Da draußen lauern die Drachen. Uneinigkeit können wir uns nicht leisten. Manche Leute sind sehr kurzsichtig. Gut, dass wir nicht so sind. Der Vertrag wird uns gegen Saitan helfen. Verlasst euch drauf. Ihr habt euch bewährt. Ihr lernt schnell, passt euch an. Und ihr wisst, wann man das Eisen schmieden muss. Ich war nicht sicher, ob ich euch mochte am Anfang. Almora hatte mich genötigt, euch anzunehmen. Sagte, ihr wäret was Besonderes. Und verdammt nochmal, ihr habt bewiesen, dass sie recht hatte. Ihr seid tatsächlich nicht wie diese anderen Jungspunde im Orden. Ich befördere euch im Feld zum Recken, aber dass euch das nicht zu Kopf steigt. Wird es nicht, alter Mann. Und danke. War mir eine Ehre, mit euch zu arbeiten. Alter Mann, wie? Werdet bloß nicht übermütig. Alter Mann. Ja, schön. Ich finde das geil. Ne? Ich finde das geil. Das ist trotzdem noch, ne, so richtig so, hey, ich bin jetzt Recke. Alter Mann. Ah, schön. Gefällt mir. So diesen Humor in diesem Spiel finde ich einfach mega witzig. Weil, ja, es muss ja nicht immer so ernst und so sein, sondern es kann auch mal ein bisschen humorvoller werden sein. Und Guild Wars 2 hat so seine humorvollen kleinen Dialoge. Und das finde ich so geil bei diesem Spiel. So. Ich würde aber sagen, bevor wir jetzt zu Dings gehen, hier, bevor wir hier zu der Geschichte hier, Story weitergehen, gehe ich einmal hier runter, ab, hol mir noch die Heldenherausforderung. Ja, ja, komm. Zack, 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 zack. Adrenalin steigt an. Au! Das hat gute Tat. So. Zieht jetzt los und tut Gutes in der Welt. Werdet eine Legende. Ja, ja. Na, komm. So, einmal wieder nach oben. Gut. Ja, in der nächsten Folge würde ich sagen, gehen wir dann zu Forgal, um mal ein bisschen in der Festung hier storytechnisch weiterzumachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es dann weitergeht, hier bei Guild Wars 2, die Legende eines Chars.